Ja, servus, guten Morgen, ich bin euer Deutschweg Mike, mal wieder am Start, und zwar geht es heute um das lang erzählende Video. Ich habe mir im alten Jahr die DJI Osmet Pocket geholt, ich musste so lange warten drauf und gestern kam sie endlich an. Lieferschwierigkeiten, Produktionsschwierigkeiten, überall ausverkauft, bei DJI selbst war das Ganze ausverkauft und ich habe mich echt drauf gefreut und jetzt kam die auch endlich mal an. Freude wurde etwas weniger wegen des Wartens und ich habe mir auch das Bundle dazu gekauft. Das ist erst ab Februar lieferbar, aber die Maschine ist da und ich freue mich tierisch, euch das mal zu zeigen, was da alles drin ist. Und die Videos kommen mit dem neuen Produkt auf jeden Fall. Und was ich dann vorher gefilmt hatte, das werde ich auch nochmal zeigen und mal Unterschiede zeigen. Von 30 auf 60 FPS in 4K. Und dann bleibt dran. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen. Ich bin euer Deutschweg Mike. Ciao. Peace. Ja, hier die DJI Mic, und zwar hier ist das Produkt, richtig geile Sache, die DJI Osmo Pocket, und das ist die Verpackung, ganz klein, leicht und schlicht, vorne die Osmo Pocket zu sehen, so wie es auch aussieht. An der Seite hat man noch mal so eine Internetseite, rechts wie links die DJI Schriftzug und unten natürlich nichts. Auf der Rückseite befindet sich nochmal Spezifikation, zum Beispiel für die DJI Osmo Pocket App. Auch diese werde ich euch mal kurz zeigen, wie die heißt. Und das gibt einmal für Play Store und Google, ja genau, also für den Play Store und iOS System und Google am Start. Alles dies, das könnt ihr euch runterladen, ist kostenlos. Wie die App heißt, zeige ich euch gleich im Video. Wir verpacken das Ganze mal aus und schauen uns mal, was da so im Inhalt drin ist. Wie gesagt, ist die Standard-Basis-Konfiguration, ist alles Standard mit dabei, egal wo man die kauft. Ich werde das Ganze mal öffnen. Dazu werde ich mal eine Schere nehmen und mal gucken, ob ich das Ganze hier ohne Probleme geöffnet bekomme. Und bin ja echt gespannt hier. Ich will die Verpackung nicht kaputt machen. Und guck mal, ob ich hier reinkomme. Das ist echt so hart Plastik. Ihr habt es gesehen, abgeflogen. Und will ich mal gucken, ob ich jetzt hier ohne zu beschädigen irgendwie reinkomme. Aber das sieht so aus, dass ich dann nicht. Ja, hier ist nochmal die ausgepackte Version. Endlich habe ich das hinbekommen, dass ich die blöde Folie hier mal wegbekommen habe. Danach habt ihr auch so zwei Laschen, wo ihr nochmal wegmachen müsst, dann könnt ihr das Ganze herausschieben aus der Plastikfolie, Dingsbums da. Und danach kommt sofort was zu Vorschein, und zwar habt ihr jetzt zwei Karten. Einmal die Garantieverlängerung und einmal so ein Schnellstartsystem, wo man sich registrieren kann über Online-Plattform und dies, das, jenes. Das werde ich auch gleich verlängern, weil es ist wichtig, dass das Ganze reibungslos funktioniert. Dann haben wir hier die Verpackung. Die Verpackung besteht aus Styropor, Hartstyropor, auch hier unten nochmal DJI Osmo Pocket, also DJI Logo. Und das war's zu der Verpackung. Hier gehen wir raus und sofort kommt die DJI. Was man auch hier gut sehen kann, ist hier einmal die Verpackung. Die ist hier nochmal gummiert hier oben. Das finde ich sehr gut, dass der Gimbal gerade drin ist und sich nicht bewegen kann. Ich finde das eine gute Sache, so ein schöner Einlass. Zum Vorschein bekommt ihr dieses Bild. Einmal rechts die DJI und links ein Schutzhülle-Case. Man holt es mal raus. Man kann das hier bequemlos öffnen mit so einer Lasche. Da drin befindet sich halt auch die ganze Bedienungsanleitung und Bedienungsanleitung, und da drin könnt ihr das Ganze entnehmen. Da drin befindet sich eine Schlaufe und
Bedienungselemente in verschiedene Sprachen und Schnellstart und dies und das, wie man es auch kennt. Und man hat hier auch verschiedene Adapters für Android und iOS und das USB-Ladekabel. USB Typ C vor allem, also Schnellladesystem, was man heutzutage alles hat und verbaut hat. Ein bisschen Salz, dass keine Feuchtigkeit in dem Gerät sich bilden kann. Und dann hat man nochmal das Super Case, auch von DJI, auch nochmal hier schön mit dem Logo versehen. Ich hoffe, man sieht das Ganze, weil es blendet hier ein bisschen. Und da drin ist ein Fleecepad, so gumminiert, dass das Ganze auch geschützt ist. Das Ganze besteht hier aus Gummi, hier aus Hartplastik. Und dann hat man hier auch nochmal für extra doofe Leute das gemacht, wie man die Ganze hier einrichten kann, beziehungsweise einlassen kann, sodass sie geschützt ist. Wie gesagt, da drin befindet sich Fleece. Und dann hat man schon das Gerät. Das ist die DJI Osmo Pocket. So sieht das Ganze aus. Ist eine Hand groß, also gegen meine Hand ein Stückchen kleiner, aber das ist das Ganze. Hier unten haben wir schöne Gummi. Hat man schöne gummierte Griffablagerung, sodass man nicht wegrutschen kann. Hier neben haben wir Plastik, hier vorne gummiert. Da vorne ist der Schieberegler, wie man das Ganze entfernen kann. Man kann es hier sehen, einmal zack, da können wir diese Adapters drauf machen, wie man das für iOS und Android auch braucht. Einmal Clip ist das Ganze dran, hier haben wir noch eine Schutzflohle. Das ist ein Display mit Touch integriertes und da kommen wir auch gleich mehr dazu. Und hier oben haben wir für Hitzableitungen nochmal Lüftungsschlitze, wie das Ganze dann einmal, wenn die zu warm wird, die Hitze ableiten kann. Hier sieht man das Ganze, diese Lüftungsschlitze. Und vorne nochmal eine Folie, dass da vorne geschützt ist von der Klinze vorne selbst. Und das ist eine echt geile Sache, liegt gut in der Hand und nicht so schwer und nicht so leicht. Hier neben haben wir einen SD-Kartenslot für hoch qualitative SD von der Marke SanDisk, und da braucht ihr auch eine spezielle für 4K, eigentlich, also Extreme ist empfohlen, Extreme Pro natürlich auf jeden Fall, wenn man die drankommt, dann nennt man die, und für Full HD langt auch eine ganz normale fast, und ich würde empfehlen auf jeden Fall eine 64 GB für 4K auf jeden Fall zu holen, 128 ist auf jeden Fall besser und 256 wenn man viel filmt, empfehlenswert. Die ist bis 256 GB auslastbar. Hier unten der Mikro, nicht der Mikro, sondern der USB Typ C Anschluss zum Laden. Und das ist echt eine gute Sache. Auch da steht DJI Osmo Pocket und ein QR-Code, wie man das Ganze dann schnell finden kann. Und das war's zu der Kamera selbst und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und ja, das ist jetzt heute mal mehr Licht, weil ich viele gehört habe, ja, du hast zu wenig Licht. Ich muss immer gucken, wo ich die Videos mache, wie ich auch schon öfter erwähnt hatte. Jetzt mal wieder im Wintergarten und ich sage euch auch, warum ich gewechselt habe zu der Cam statt zu meiner GoPro. Ich habe hier die Hero 5 Black, bin eigentlich zufrieden, aber warum? Das sage ich euch dann, dann sieht man sich schon im nächsten Video. Abonniert meinen Kanal, das Ganze ist kostenlos. Wenn ihr Fragen dazu habt, fragt mich gerne, auf jeden Fall. Bleibt mir treu und munter, man sieht sich. Bis zum nächsten Mal, ich bin euer Deswegen Mike, ciao, peace. Nochmal ganz kurz, ihr wollt ja nochmal kurz diese App sehen, wo ich dann euch zeigen wollte. Das war eben so schnell verabschiedet. Hier, die App nennt sich Mimo, also DJI Mimo, kostenlos herunterladbar, und hier könnt ihr das sehen, da ist die DJI Mimo, und das jetzt war's zum Abschluss, bleibt mir treu munter, ich bin euch, ich bin Mike, ciao, peace.